Na, das ist cool. Na, da habe ich Spaß. Hallo, Tag zusammen draußen im Internet. Ja, ich glaube, ich beginne einfach mal nochmal neu. Guten Tag, mein Name ist Helge Brettschneider und ich begrüße Sie zu unserer Inventor-Tipps- und Tricks-Serie für die 2011er-Version. Und bei mir dreht es sich heute um die visuelle Darstellung Ihrer Baugruppen. Sie sehen hier auf meinem Bildschirm oder Sie halt dort hinter mir, die Darstellung, wie Sie sie jetzt in Inventor 2010 zur Verfügung haben. Und das sieht alles schon ganz gut aus. Doch in vielen Situationen möchte man mal eben ein Bild haben und das soll natürlich direkt schon möglichst ansprechend aussehen. Und deswegen hat man in Inventor 2011 hier ein paar Veränderungen vorgenommen, so dass man jetzt in der Lage ist, hier etwas Ähnliches wie in Autodesk Showcase zu realisieren, eine Art Realtime-Rendering, dass Sie so einleiten wie üblich. Sie aktivieren die Schatten und stellen eine Perspektive ein und dann sieht das Ganze schon ein bisschen ansprechender aus. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Reflexion aktivieren und dann noch zusätzlich die Grundebene, dann wirkt das Ganze natürlich noch ansprechender, denn durch dieses Vorgehen haben Sie natürlich noch mehr eindrucksvolle Geometrien zur Verfügung, ja, im Vergleich zu früheren Inventor-Versionen. Und wenn wir jetzt hier noch ein Stückchen weitergehen, können wir das Ganze natürlich mit den standardmäßig installierten visuellen Stilen weiter aufbereiten. Hier können Sie, ja, ich würde sagen, einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren, mal einfach durchklicken und Sie sehen dann hier die verschiedenen Darstellungsmodi und da muss man sagen, das ist hier alles eine gewisse Geschmackssache und jeder sollte sich das Passende raussuchen. Zur Not können Sie natürlich auch eigene Definitionen vornehmen und natürlich auch noch die Lichter und Ähnliches beeinflussen. Ja, ich würde sagen, probieren Sie es einfach mal aus. Viel Spaß damit. Bis die Tage.